Und man sagt ja, die Augen sind das Tor zur Seele. Und dann kannst du dir einfach selber mal in die Augen schauen. Das heißt, dein Verstand kann sich aufspalten. Ein Teil deines Verstandes kann hierher gehen und den Rest von dir beobachten, wie du gerade auf eine bestimmte Weise oder gewisse Sachen sagst. Und ich habe früher gedacht, ich bin der einzige komische Typ, der die ganze Zeit Gedanken hat und diese Gedanken irgendwie nicht abstellen kann. Mein Name ist Tobi, willkommen auf diesem Kanal. Wir reagieren heute auf Neil Donald Walsh, die Wahrheit über dich selbst. Neil Donald Walsh ist für mich immer ein Seelenfutter, seine Dinge zu hören, zu lesen. Ich habe alle 9 Bücher, Gespräche mit Gott, für mich immer Seelenbalsam. Manchmal ist es ein bisschen negativ, die Welt, deswegen brauchen wir manchmal alle ein bisschen Seelenfood. Deswegen sind wir hier. Wenn du magst, kommentiere gerne das Video, like das Video, abonniere den Kanal, dann können diese Aussagen weitergehen. Und ich würde sagen, lass uns direkt reingehen. Danke für deine Unterstützung, schön bist du hier. Die Wahrheit über dich dir selbst zu sagen. Du wirst vielleicht denken, dass es vielleicht sehr einfach ist, beziehungsweise sehr leicht, denn jeder von uns sagt sich selbst die Wahrheit über sich selbst. Aber in meiner Erfahrung, ich kann nur von mir sprechen, aber in meiner Erfahrung ist das nicht unbedingt wahr. Während meines gesamten Lebens habe ich nicht immer die Wahrheit zu mir über mich selbst gesagt, glaub es oder nicht. Da gibt es eine Menge Sachen von mir, die Menschen mir erzählt haben, die ich nicht akzeptieren wollte, als Wahrheit über mich selbst. Ich habe dies abgelehnt, was sie beobachtet haben und was sie mir über mich gesagt haben. Also, ich habe es sogar verleugnet, was sie mir über mich gesagt haben. Ja, das Krasse ist auch, das habe ich früher viel öfter gemacht, heute ein bisschen weniger, aber dass man manchmal Sachen über sich selber sagt, die überhaupt nicht stimmen, um nur irgendwo hineinzupassen. Und das ist mir letztes Mal ein bisschen so passiert, dass ich mich eigentlich wieder verstellt habe und gar nicht mich selbst gewesen bin, als ich bei der Arbeit gewesen bin. Und da war ein cooler Typ irgendwie so. Und ich wollte dann wie auch ein bisschen den Coolen spielen. Und da habe ich, weiß nicht mehr genau, was es war. Ich habe irgendetwas gesagt, dass ich eigentlich dann nachher gedacht habe, das stimmt eigentlich gar nicht wirklich. Also, dass wir uns dann irgendwie immer ein bisschen, oder ich mich ein bisschen verstelle, um in diese Situation reinzupassen. Das habe ich früher viel mehr gemacht. Und das möchte ich eigentlich nicht, weil dann bist du ja nicht wirklich du selbst, wenn du nicht Dinge machst, die, oder Dinge sagst, die eigentlich gar nicht wirklich die Wahrheit sind. Und ich bin eigentlich für die Wahrheit. Deswegen muss ich mich da auch, wie immer, an der eigenen Nase nehmen. Ich habe mich selbst verleugnet. Nicht nur, dass ich das, was andere über mir gesagt haben, abgestritten habe. Ich habe auch meine eigene Beobachtung abgestritten. Was noch viel spannender ist, der Verstand hat die Fähigkeit, seine eigenen Beobachtungen über sich selbst zu verleugnen. Das heißt, dein Verstand kann sich aufspalten. Ein Teil deines Verstandes kann hierher gehen und den Rest von dir beobachten, wie du gerade auf eine bestimmte Weise oder gewisse Sachen sagst oder dich auf eine bestimmte Weise verhältst. Und der Rest deines Verstandes kann sogar sagen, nein, dazu sagen, das siehst du nicht richtig. Ein Teil deines Verstandes kann tatsächlich verleugnen, was der andere Teil deines Verstandes beobachtet, was natürlich einen internen Konflikt erzeugt. Das ist der Grund, warum Menschen zu Psychologen und Psychiatern gehen, weil sie einen inneren Konflikt haben. Der eine Teil des Verstandes streitet ab, was der andere Teil des Verstandes deutlich sieht, analysiert und versteht. Das ist also völlig crazy. Wir haben nicht nur ein Ego, wir haben in diesem Ego mehrere Persönlichkeiten. Es ist so heftig eigentlich. Und weißt du, jeder hat ja diese Persönlichkeiten. Und ich habe früher gedacht, ich bin der einzige komische Typ, der die ganze Zeit Gedanken hat und diese Gedanken irgendwie nicht abstellen kann. Aber dann habe ich irgendwie mal Eckhart Tolle gehört und er hat über das Ego gesprochen und irgendwie kam es dann so raus, dass das irgendwie einfach jeder hat so. Und das hat mich ein bisschen beruhigt. Ja. Dir selbst die Wahrheit über dich selbst zu sagen, ist nicht einfach, wie es vielleicht erscheint. Doch wenn wir das tun, sobald wir damit anfangen, uns die Wahrheit über uns selbst zu erzählen, sobald wir zugeben, dass wirklich wahr über uns ist. Und ich spreche hier übrigens nicht nur über die negativen Dinge, die sogenannten schlechten Dinge über uns, Dinge, die wir nicht so sehr an uns bewundern. Ich spreche auch über die positiven Dinge.
Es ist natürlich eine interessante und faszinierende Tatsache, dass es manchmal mehr die positiven Dinge über uns selbst sind, die noch schwerer für uns zu akzeptieren sind, noch schwieriger für uns anzunehmen, als die negativen Seiten über uns selbst. Also bei mir war das so heftig, wie ich mich eigentlich selbst gehasst habe, so. Wirklich nur schlechte Dinge gegen mich selber gesagt habe, und das ist ja auch so wieder so krank, dass wir uns selbst die ganze Zeit fertig machen, immer an uns herumnörgeln und einfach komisch. Und wenn ich in den Spiegel geschaut habe, dann konnte ich mich gar nicht richtig ansehen irgendwie. Und jetzt, Neil Donald Walsh hat zum Beispiel auch eine schöne Meditation, da kannst du vor den Spiegel gehen und man sagt ja, die Augen sind das Tor zur Seele, und dann kannst du dir einfach selber mal in die Augen schauen für eine lange Zeit und einfach da stehen, dir selber in die Augen schauen, und dann kommt ein wunderschönes Gefühl auf. Es kann aber auch Trauer aufkommen, je nachdem, wie du dich irgendwie gefühlst oder wie du deine Seele runtergedrückt hast oder was auch immer, kann da alles hervorkommen. Es kann auch ein wunderschönes Gefühl kommen. Bei mir ist eher so ein bisschen diese eine starke Liebe, Verbundenheit, aber so wie eine Trauer irgendwie, dass ich meine Seele, mein inneres Kind, was auch immer, nie wirklich gelebt habe. So. Also das kannst du mal versuchen, das finde ich wundervoll. Wir verweigern uns. Uns wurde von der menschlichen Kultur beigebracht, das Beste von uns zu verleugnen, sogar wenn wir es als einfacher erachten, das sogenannte Schlechte von uns zu verleugnen. Also, dir die Wahrheit über dich selbst zu sagen, kann dir unglaubliche Freiheit schenken. Es kann Freiheit in deinem Leben erzeugen. Ich gebe dir ein paar sehr gute Beispiele aus meinem Leben, damit du weißt, wovon ich spreche. Mein ganzes Leben lang haben mir Menschen gesagt, ich sei sarkastisch. Sie sagten, Neil, du bist wirklich sehr sarkastisch. Du benutzt Sarkasmus als Werkzeug. Meistens, um dich zu verteidigen. Oder manchmal auch als Angriff oder als Waffe. Also, egal ob als Waffe oder als Schutz, verwendest du Sarkasmus. Und das ist wirklich etwas nicht Schönes. Ich habe dies abgestritten. Du musst wissen, dass ich es über 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert lang verleugnet habe. Ach, du übertreibst. Vielleicht manchmal, aber nicht so oft. Nicht ab und zu. Nein, nicht ab und zu, Neil. Es ist eine Charaktereigenschaft von dir. Du tust das immer. Und das habe ich einfach nicht akzeptiert. Denn es war nicht sehr schmeichelhaft für mich. Es war nichts, was ich mir über mich selbst eingestehen oder zugeben wollte. Doch dann erinnerte ich mich, dass es einmal sehr deutlich war. Es wurde mir sehr bewusst. Ich hatte eine Unterhaltung mit einer jüngeren Person. Dieser junge Mensch war damals 23 oder 24 Jahre alt und ich war so circa 50 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Oder vielleicht auch 45 Jahre alt. Und ich hatte diese Unterhaltung mit diesem jungen Menschen und ich sagte offensichtlich etwas sehr Sarkastisches. Und dieser junge Mensch schaute zu mir auf, sie war eine junge Frau, und sagte, weißt du was, Neil? Das ist nicht wirklich ein sehr begehrenswerter Teil von dir. Und ich war fassungslos, mit meiner mangelnden Fähigkeit, das zu sehen. Also es ist lustig, ich habe mit ihm ein Interview gemacht. Und er hat so ein bisschen, ja, er hat mich so wie ein bisschen herausgefordert mit seinem Humor, weil ich war auch sehr nervös. Und er hat so diesen speziellen Humor, den anderen ein bisschen, nach meiner Meinung nach, ein bisschen in ein nicht schlechtes Licht, aber so gleich so herausfordert. Und ich finde, ich habe es gut gehandelt, aber das war schon noch spannend mit ihm irgendwie. Weil es war natürlich was so nervös, war natürlich unglaublich, dass ich mit ihm ein Interview führen durfte. Aber es war immer so, ja, es war auch spannend. Wenn du es dir anschauen willst, ich verlinke es natürlich unten. Und ich war so fassungslos über diese sehr einfache Energie, so, dass ich es annahm, mehr als ich es jemals zuvor getan hätte. Und das hat meine Vorstellung darüber geändert, wie ich sein wollte in Bezug auf meinen Sarkasmus. Und ich habe begonnen, es für mich anzunehmen. Es ist wirklich eine sehr gesunde Sache, das für uns anzunehmen, was wir über uns selbst verstanden haben. Egal, ob es das sogenannte Positive oder sogenannte Negative ist.
Es ist in seiner Gesamtheit niemals nur positiv oder negativ. Es ist einfach nur das, was wahr ist. Und es hilft uns dabei zu entscheiden, welchen Teil unseres Selbst wir wählen zu behalten. Wir sogar vergrößern oder erweitern wollen. Wir reduzieren und schlussendlich beseitigen wollen. So wie wir in unserem evolutionären Prozess vorankommen, erschaffen wir ein neues Selbst in der nächstgrößeren Version und Vorstellung, die wir je darüber hatten, wer wir wirklich sind. Also dir die Wahrheit über dich selbst zu erzählen, ist nicht einfach eine kleine Sache. Es kann ein gewaltiger erster Schritt sein. Ja, und auch Beziehungen, so dieser Spiegel manchmal vorhalten zu bekommen, ist schon auch spannend. Ich war letztes Mal bei einem Freund und er hat ein Produkt entwickelt und er hat mir dann etwas gezeigt, also nicht das Produkt selber, aber so eine Werbung sozusagen. Und ich habe es schon angeschaut und habe es so weggelegt. Also ich habe nichts groß etwas irgendwie gesagt. Und er hat mich dann ein bisschen beobachtet und hat mir dann gesagt, du bist voll negativ. Irgendwie, du bist nicht so unterstützend bei diesen Dingen. Und ich selber habe eigentlich, ich bin sehr stolz auf ihn, obwohl ich dieses Stolz-Ding eigentlich nicht so mag. Aber sagen wir jetzt einfach mal, ich bin sehr stolz auf ihn, dass er das gemacht hat, dass er das durchgezogen hat. Das ist wirklich bemerkenswert, dass er sein eigenes Produkt auf den Markt gebracht hat und so weiter. Aber was ich dann gegen außen gezeigt habe, ist eher so, ja okay, das ist cool, aber zeig mir mehr. Das ist nur irgendwie so einen kleinen Zwischenschritt. Und ich wollte immer schon irgendwie das viel mehr sehen und so. Und habe eigentlich zu viel erwartet auch irgendwie. Und er hat mir dann das irgendwie gesagt und ich war so, wow, krass, stimmt. Und ja, manchmal mal so von außen zu hören, wie man gegen außen erscheint, ist schon noch spannend. Man muss da aber auch halt sehen, dass der andere, der dir das sagt, ja auch nicht unbedingt recht haben muss, weil der hat ja auch seine Vorstellungen, wie jemand sein soll, oder er hat auch seine, zum Beispiel mein Kollege hat halt die Erwartungen, es war sein Produkt, er hat so viel Zeit investiert und ich komme halt und sage, ja, ist cool, aber nicht mehr. Ich kenne das bei der Musik. Wenn ich Musik mache, ein neues Stück, ich zeige es jemandem, ich habe Stunden, Tage, fast schon Wochen darin investiert und dann sagt jemand, ja, okay, ist cool, oder sagt gar nichts. Und das kann sehr verletzend sein, weil du hast so viel Energie in das hineingesteckt hast. Aber ich habe das mit der Zeit gelernt, so dass ich da gar nicht große Erwartungen habe. Ja, was ich sagen wollte, ist einfach, es ist spannend, sich manchmal zu spiegeln, manchmal von außen zu hören, wie man rüberkommt. Aber wie gesagt, das ist dann auch nicht unbedingt immer die Wahrheit, aber man kann darüber nachdenken. Und ja, deswegen sind Beziehungen sicher auch heilig. Genau, ja, sag die Wahrheit über dich selbst. Ich habe das auch mehr und mehr, mache ich das. Ich bin ehrlich zu mir selber auch. Ich bin ehrlich über mich selber und sage es auch anderen, ich sage es auch meistens euch, weil es wie gar nichts mehr groß gibt, was ich irgendwie verteidigen muss und so weiter. Genau. Ich hoffe, es hat dich inspiriert. Wir sehen uns das nächste Mal.